Johannes Rahn, Nummer 13, Stürmer. Ja, ich freue mich auf den nächsten Neuzugang. Herzlich willkommen, Johannes Rahn. Willkommen vor der TV11-Kamera. Willkommen bei der Sportvereinigung Elversberg. Du kommst ja aus einer Großstadt ins ja, eher ländlich geprägte Saarland. Hast dich schon daran gewöhnt? Ja, ich finde es eigentlich ganz gut. Also es war jetzt 3 Jahre lang Köln gewesen und es hat natürlich auch Vorteile, so eine schöne Großstadt. Und ich habe mich da wohl gefühlt und es ist sehr viel Action dort. Aber jetzt denke ich, tut es mir auch mal gut, so ein kleiner Tapetenwechsel und ja, das etwas Ländliche hier zu genießen, kann ja auch mal ganz schön sein. Du kennst die SVE ja sicher noch aus deiner Zeit bei der TuS Koblenz. Damals war das noch in der Regionalliga Süd. Warst du denn überrascht, was sich hier so zwischenzeitlich alles getan hat, wie sich der Verein weiterentwickelt hat, Infrastruktur oder der Verein allgemein? Ja, ich kann mich erinnern, dass ich mal hier das erste Rückrundenspiel hatte und da war es bitterbös kalt und der Platz vereist. Und das war wirklich auch vom Stadion her sehr weitläufig alles, ohne diese schöne Tribüne jetzt. Und das sind dann doch irgendwie Unterschiede, die dann doch auffallen. Und jetzt ist es deutlich schöner macht hier. Ja, in der Personalie Johannes Rahn steckt jede Menge Erfahrung, annähernd 260 Zweit- und Drittligaspiele, sprechen schon eine ziemlich eindeutige Sprache. Hilft denn diese Erfahrung aus der Vergangenheit beim Einstieg in eine neue Mannschaft, in ein neues Team? Ob das der Grund ist, weiß ich jetzt nicht unbedingt, aber so die Erfahrung an sich, die verschiedenen Vereine, die man bisher hatte, das hilft dann schon irgendwo. Man weiß, wie die Abläufe sind und was so für eine Sprache in der Mannschaft gesprochen wird, das kriegt man mal relativ schnell raus und so hat die Eingliederung, denke ich, ganz gut geklappt. Ja, mal etwas abseits von deinem jetzigen Sport. Du bist nicht nur ein erfahrener Fußballer, haben wir uns sagen lassen, sondern auch an der grün-weißen bzw. manchmal blau-weißen Platte. Auch ein versierter Spieler. Gibt es da demnächst Tischtennisturniere mal nach dem Training? Ich habe mal ein bisschen recherchiert und da sind mir so Namen zusammen mit Johannes Rahn, Süß, Ovtcharov aufgefallen. Was hat es denn damit auf sich? Ja, die Jungs, die also jetzt so sehr gut sind, waren damals oder sind halt noch ein paar Jahre jünger als ich, deswegen sind die Namen zusammengefallen. Also das war dann damals in der Jugend und die waren halt noch 2 Jahre jünger und deswegen ist man da mal aufeinander getroffen. Aber das stimmt, das ist schon meine Leidenschaft, das ist mein großes Hobby und ich habe das sehr lange in der Jugend betrieben, sogar als erste Sportart in jüngeren Jahren, bis ich dann damals nach Koblenz gewechselt bin. Und ja, Tischtennisturniere gerne. Vielleicht kann ich mir noch den einen oder anderen Center zugewinnen. Ja. Ja, komm mal zurück auf den Rasen hier in der Kaiserlinde. Du warst in deiner bisherigen Karriere nicht nur auf der Mittelstürmerposition eingesetzt, sondern quasi ein Allrounder in der Offensive. Gibt es so eine bestimmte Lieblingsposition, die du hast? Ich fühle mich jetzt schon vorne sehr wohl eigentlich. Das ist somit, jetzt wie wir in 2 Spitzen spielen, das gefällt mir sehr gut. Aber das stimmt, ich habe gerade in Bielefeld eigentlich immer außen gespielt und auch Koblenz und auch in Köln noch am Anfang. Das ist mir eigentlich relativ egal. Ich bin froh, wenn ich am Platz stehe und irgendwo Gas geben kann und irgendeine Position habe, wo ich viel laufen kann. Und von daher ist es jetzt, ich würde nicht sagen egal, aber überall möglich. Okay. Solange die Tore fallen, ist die Position dann eh egal. Ja, also ich bin jetzt schon froh, dass ich vorne spielen kann und oder dass ich zurzeit vorne eingesetzt werde in den Testspielen und im Training. Und ich denke, dass da momentan auch meine stärkste Position ist. Lenken wir mal den Blick auf den Saisonstart, der ja jetzt gar nicht mehr so weit in der Ferne liegt. Ich vermute, dass nicht nur du richtig heiß auf den Saisonstart bist. Auf was für eine SVE dürfen sich denn die Fans hier am Samstag freuen? Ja, ich denke, dass wir auf jeden Fall bis in die Haarspitze motiviert sein werden, dass wir hier Vollgas geben wollen und direkt hier den Stempel aufsetzen wollen und wirklich sehen wollen, dass wir das von vorne an positiv gestalten und unser erstes Heimspiel hier auf jeden Fall gewinnen wollen. Dass wir eben die internen Ziele dann verfolgen und alles dafür auf dem Rasen dann umsetzen. Ja, und zu guter Letzt noch einmal ein Blick auf deine Person. Hast du ein festes, definiertes, für dich festgelegtes Saisonziel? Ja, es wäre ganz schön, wenn die Saison ein bisschen besser läuft als die letzte. Ich will wieder viele Spielzeiten haben, einfach mich wieder wohlfühlen, auch Spaß am Fußball haben und eben im Team fungieren. Und natürlich wäre es cool, wenn es ein paar Tore bei rausspringen würden und eben wir mit der Mannschaft Erfolg haben. Das ist das oberste Ziel.
Johannes Rahn, vielen Dank, das wünschen wir dir. Dann für dich und die SVE natürlich eine kommende erfolgreiche Saison und vielen Dank, dass du zu uns gekommen bist. Vielen Dank.